Über ein halbes Jahr war der DS7 Crossback treuer Begleiter der Motorvisionscrew auf Dreh und Terminen. 8000 Kilometer haben wir mit ihm zurückgelegt. Zeit für ein Resümee. Erst wenn man so ein Auto über längere Zeit wirklich fährt und benutzt, kommen auch wirklich alle Vor- und Nachteile zum Vorschein. Und meine Kollegen und ich hatten jetzt die Möglichkeit, den DS7 hier in den letzten Monaten ausgiebig zu testen. Und heute ist Tag der Abrechnung. Jeder darf einmal sein Fazit zum Franzosen ziehen. Wir haben den DS7 aus verschiedenen Blickrichtungen unter die Lupe genommen. Im Premium-Check hat er bewiesen, dass er die typisch französische Haute Couture wieder ins Automobil transportiert. Besonders der stylische Innenraum und die sich automatisch anpassende Active Scan Suspension machen ihn Premium. Es ist ein Auto, mit dem man gleitet. Es ist keins zum sportlich fahren, keins zum Rasen. Es ist ein Auto, mit dem man gerne fährt. Das war mal so mein erster Eindruck und das, was mich als erstes bei diesem Fahrzeug wirklich überzeugt hat. Im Vergleich zu der deutschen Premium-Konkurrenz verliert er in puncto Agilität. Der Komfort ist top, aber Audi, Mercedes und BMW sind dynamischer. Dafür schlägt der DS7 die Wettbewerber mit seinem Basispreis von gut 30.000 Euro. Also ich habe es nur immer wieder gemerkt, wenn ich zu Hause mit dem Auto war. Die Kinder, die waren begeistert. Das Lichtspiel von den Lichtern vorne, da musste man ganz oft in die Garage reinfahren, damit man es an den Wänden auch sieht. Ich habe mich ins Auto reingesetzt, bin gefahren und egal, ob ein Stau war oder irgendwas mich genervt hat von außen, bei dem Auto bist du sowas entspannt. Im Innovationscheck überrascht der DS7 mit Assistenzsystemen, die in der Preisklasse nicht selbstverständlich sind. Überzeugt hat vor allem die Nachtsichtkamera, die stets sehr zuverlässig gearbeitet hat. Ganz besonders, wenn es um die Nachtsichtsfunktion geht. Ich war mit der Familie im bayerischen Oberland unterwegs. Wir kamen gerade vom Essen, es war dunkel und das Warnsystem schlug an, weil gerade vor uns ein Fuchs die Fahrbahn querte. Und das finde ich doch mal ganz prima. Auf der Suche nach den Wurzeln der Marke DS sind wir nach Mainburg zu Franz Peters gefahren. Er hat die wohl größte private Citroën-Sammlung der Welt. Die französischen Klassiker sind sein ganzer Stolz. Citroën war ja eigentlich der innovativste Hersteller, war eigentlich immer ein Marktführer in Frankreich. Und es ist dann in die 30er Jahren mit dem FCV, der FCV war das erste frontgetriebene Auto mit selbsttragender Karosserie. Also es war eigentlich der Urvater aller heutigen frontgetriebenen Autos. Also auch vom DS7 Crossback. Der konnte den Oldtimer-Liebhaber allerdings nicht ganz überzeugen. Ansehnlich und schick ist er, aber nicht so einzigartig und praktisch wie seine Urahnen. Wäre der DS7 ein ebenbürtiger Nachfolger von einer DS-Göttin oder ist es der neumodische Kram? Nicht im Ansatz. Das Schönste ist nur diese Uhr. Das ist nicht dieser Innovationsvorsprung, wie es Citroën hatte. Ja. Das wird es ja nie mehr geben. Unter den Kollegen von Motorvision konnte das SUV da schon mehr begeistern. Der DS7 ist ein extrem unauffälliges und angenehmes Auto. Ja, du sitzt drinnen und denkst dir, wow, ich bin locker, ich genieße einfach die Fahrt und schau, wie es weitergeht. Ich bin total überzeugt von diesem Auto. Aber wie in jeder Beziehung kommen nach längerem Zusammensein auch die Ecken und Kanten zum Vorschein. In den letzten Wochen sind uns natürlich gezwungenermaßen auch immer so ein paar kleine Fehlerchen aufgefallen an dem Auto. Eins ist zum Beispiel hier, wenn ich den Display vor der Fahrt einmal starten möchte und zum Beispiel was ins Navi eingeben möchte, ist hier unten die Menüleiste dunkel und ich weiß gar nicht, wo ich hin navigieren muss. Erst wenn ich die Zündung drücke, zeigt er mir dann unten die Menüpunkte an. In den letzten Monaten gefühlte 100 Mal habe ich hier drauf gedrückt auf die Zündung und es passierte einfach nichts, weil man muss den Knopf länger drücken, im Gegensatz zu anderen Autos. Es ist immer wieder aufgefallen, dass die Bedienung in dem Auto nicht immer hundertprozentig intuitiv ist. Man sucht Knöpfe an einer Stelle, sie sind aber woanders, zum Beispiel Fensterheber in der Mittelkonsole oder die Spiegelverstellung, die elektrische hier hinterm Lenkrad. Auch wenn ich auf der Autobahn bin, ist mir auch passiert. Ich wollte den Tempomat anmachen, habe hier meinen Hebel für den Tempomat, der auch schön beschriftet ist, aber da ist mein Lenkrad davor, ich sehe es gar nicht. Was auch vielleicht sogar gefährlich sein kann, weil da geht es um Schnelligkeit, ist das Warnblinklicht. Das habe ich sehr lange gesucht und habe es dann hier unten irgendwann gefunden, aber es hat ein bisschen gebraucht.
Beim Öffnen dieser kolossalen Heckklappe hat man große Erwartungen an den Kofferraum. Aber die Ernüchterung kommt sofort. So groß ist der Kofferraum gar nicht. 555 Liter, auch nicht weniger als die Konkurrenz. Design und Style haben bei DS Priorität, darunter leidet hin und wieder der Alltagsnutzen. Die Zukunft der Marke DS ist elektrisch. Ab 2025 soll jedes Modell als Hybrid- oder E-Auto verfügbar sein. Den DS7 Crossback gibt es bereits als Plug-in-Hybrid. Nach der ersten Probefahrt im DS7 E-Tense in Paris fielen zwei Dinge auf. Erstens, das Zusammenspiel aus E-Motor und Verbrenner mit 300 PS Systemleistung macht das SUV richtig spritzig. Zweitens, die angegebene E-Reichweite von 65 Kilometern schrumpfte in unserem Test gerade einmal auf die Hälfte. Unser Fazit zum DS7 Crossback ist eigentlich ein sehr positives. Also egal, wer diesen Wagen gefahren ist oder wer diesen Wagen gesehen hat, die Leute waren vielleicht nicht begeistert, aber auf jeden Fall angetan von dem Auto. In Sachen Design liefert er ab, in Sachen Komfort göttlich. Das Einzige, wo er noch ein bisschen Aufholbedarf hat, das ist bei der Dynamik. Das sind einfach zum Beispiel die deutschen Premium-SUVs noch einen kleinen Schritt voraus. Aber dafür, dass man ihn so selten auf der Straße sieht, finde ich es eigentlich nicht gerechtfertigt. Ich denke, das ist zum großen Teil einfach noch ein Bekanntheitsproblem. Die Marke DS haben viele Leute einfach noch nicht auf dem Schirm. Das heißt für DS Brandbuilding, Brandbuilding und Brandbuilding. Und dann sehen wir den auch öfter auf der Straße. Sich einen Namen zu machen, ist eben ein langer Weg. Und wir vermissen den DS7 jetzt schon.